Herzlich willkommen zu Darts Reviews, heute mal auf Deutsch. Ich möchte euch heute mal die neuen Unicorn Super True Flights zeigen. Das ist ein feststehendes Flight-System von Unicorn. Die behalten also immer diesen 90-Grad-Winkel bei. Das Material ist ein bisschen dicker wie bei den herkömmlichen Flights. Der große Unterschied ist, man kann die knetschen und tun und machen. Die kommen immer wieder in diese 90-Grad-Form zurück. Ähnlich also wie bei L-Style oder Cosmo. Den L-Style Flights kommen sie wahrscheinlich noch am nahesten. Bei Cosmo ist es ja so, dass die Flights von Cosmo immer nur auf den dazugehörigen Schaft passen. Durch dieses Stecksystem dann verbunden werden. Bei Cosmo hat mich immer ziemlich geärgert, dass mir die Flights hier unten an der Ecke sehr, sehr schnell eingerissen sind. Es war also schon häufig nach einer halben Stunde so weit, dass die Flights gerissen sind. Hat mich geärgert bei dem Preis. Die Flights von Cosmo kosten, je nachdem wo man sie kauft, sehr unterschiedlich zwischen 5 und 7 Euro, manchmal auch 8 oder 9 Euro. In der Erstanschaffung ist das System also ziemlich teuer, weil ja dann auch die Schäfte dazu gekauft werden müssen. Die Schäfte kosten auch immer so um die 5 bis 7 Euro. Sehr ärgerlich, wenn dann die Flights so schnell kaputt gehen. Die L-Style Flights kosten, glaube ich, auch so um den Dreh von 5 bis 7 Euro. Die Unicorn kosten ca. 3,50 Euro. Ich bin gespannt, wie sie sich machen. So, die Unicorn Flights passen auf alle Schäfte. Das heißt, das System ist ähnlich dem normalen Flight-System. Einfach draufstecken, dann halten sie. Ich habe jetzt hier so eine kleine Feder reingemacht, so einen kleinen Federring. Der ist nicht dabei, aber das ist ja auch nur so ein Cent-Artikel. Der ja auf jedem herkömmlichen Nylon-Schaft sowieso schon drauf ist. Die Flights passen nicht nur auf die Unicorn-Schäfte, sondern auch auf alle anderen Nylon-Schäfte, auch von allen anderen Herstellern. Also auch kein Problem, wenn ihr Target oder Bulls oder Winmau oder 180-Schäfte spielt, je nachdem, ist kein Problem, passt ganz easy drauf. Ihr könnt also eure Schäfte, die ihr spielt, einfach behalten, draufstecken und fertig sind sie zum Spielen. Das ist jetzt Teil 1 des Videos über die Flights. Ich werde die natürlich auch in der Praxis noch testen. Ich habe sie jetzt erst bekommen, deswegen muss ich sie erst noch spielen. Sie sind ein bisschen schwerer als normale Flights. Ich bin gespannt, ob sich das auswirkt beim Werfen, ob man das beim Wurf merkt, ob das den die Flugbahn beeinflusst oder wie sehr das beeinflusst. Ich bin gespannt. Die Flights gibt es nur in der Standardform zu kaufen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Form oder dass der Flight von der Fläche etwas, ja, so sieht man es, etwas schmaler ist als eine normale Standardform. Ne? Man sieht, die greifen nicht ganz ineinander. Der Flight ist gleich lang, aber etwas schmaler. So, ich gehe jetzt mal ans Board und werfe mal eine Runde. Und in ein oder zwei Wochen werde ich mich dann einfach wieder mal zurückmelden und bin selber mal gespannt, wie die Flights sich dann im Praxistest machen. Ich muss dazu sagen, ich bin noch nie Fan gewesen von so feststehenden Flights. Ich habe also immer bisher auf Dauer zumindest diese ganz normalen Nylon Flights gespielt auf ganz regulären Schäften. Ich bin gespannt, ob ich meine Meinung ändern werde. Mal sehen.
Nach den ersten Würfen mit den neuen Flights konnte ich noch keine Unterschiede feststellen. Also ich merke im Wurfarm und auch beim Flug der Darts nicht, dass sie minimal schwerer sind. Und auch, dass sie minimal schmaler sind, merke ich nicht wirklich. Ich bilde mir vielleicht ein, dass sie etwas schneller fliegen. Das ist aber ganz, ganz schwer, das wirklich so jetzt festzustellen. Ich werfe jetzt noch ein paar Darts und den richtigen Praxistest unterziehe ich dann in den nächsten Tagen. Und ich bin gespannt, was bei rauskommt, ob es nur ein kleines Spaßgimmick bleiben wird oder ob sich das wirklich als haltbarer und besser herausstellt als ganz normale Flights. So, bis dahin. Mal schauen, was bei rumkommt.